Apropos gute Nachrichten, was ist eigentlich aus der Energiewende geworden? Warum dauert alles so lange? Das haben wir geklärt. 11. März 2011. Ein Reaktor des Atomkraftwerks in Fukushima explodiert. Das hat drastische Folgen, auch für uns. Genau aus diesem Grunde werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen. Es ist der Startschuss der sogenannten Energiewende. Die Bundesregierung setzt fest, dass wir unsere Energie nicht mehr aus gefährlicher Atomkraft oder umweltschädlicher Kohle gewinnen sollen. In Zukunft wird all unsere Energie aus erneuerbaren Quellen wie Solar-, Windkraft- oder Biogasanlagen stammen. Die Ziele sind riesig. Bis zum Jahr 2022 sollen in Deutschland alle Atomkraftwerke vom Netz genommen werden. Und bis zum Jahr 2030 soll der Anteil der erneuerbaren Energien bei 65% liegen. Deutschland will Energieweltmeister werden und zeigt sich selbstbewusst. Und die Welt ist der Überzeugung, schaffen, wenn es einer schaffen kann, dann können es die Deutschen schaffen. Doch heute läuft es mit Windkraft und Co. nicht mehr ganz so rund. Das Weltwirtschaftsforum hat Deutschland in diesem Jahr ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. Demnach landen wir bei der Energiewende nur auf Platz 17, hinter Ländern wie Island, Singapur oder Uruguay. Die Energiewende ist bei uns ganz schön ins Stocken geraten. Aber warum dauert das alles so lange? Und vor allem, was können wir dagegen tun? Das Thema Energiewende ist eigentlich schon ziemlich alt. Im Jahr 2000 beschloss die damalige Regierung, erneuerbare Energien massiv zu fördern. Damit war Deutschland eines der ersten Länder, das den Grundstein für eine Energiewende gelegt hat. Die ganze Welt beobachtete uns. Und viele Deutsche investierten durch die staatliche Förderung Geld in private Solar- oder Windkraftanlagen. So lag der Anteil der erneuerbaren Energien im Jahr 2011 schon bei mehr als 20%. Heute gewinnen wir zwar 46% unseres Stroms aus erneuerbaren Energien, damit scheinen wir aber am Limit zu sein. Denn ein großes Problem der Energiewende in Deutschland ist die Infrastruktur. Wir haben momentan noch zu wenig Stromtrassen, die das ganze Land mit erneuerbarer Energie versorgen können. Ein Beispiel: Die effektivsten Windkraftwerke stehen im Norden Deutschlands. Die Industrie, die diesen Strom benötigt, ist vor allem im Westen und Süden des Landes. Der Strom kann aber nicht dorthin transportiert werden, weil die verfügbaren Stromtrassen zu wenig Energie befördern können. Deshalb müssen manche Windräder selbst bei starkem Wind abgeschaltet werden. Und kostbare Energie geht verloren. Die gute Nachricht: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat den Netzausbau mittlerweile zur Chefsache erklärt. Und das war auch dringend nötig. Wir sollten eigentlich beim sogenannten Startnetz für die Energiewende bis zum Jahre 2015 1.800 Kilometer Netze gebaut haben. Davon sind heute, 3 Jahre später, nicht einmal die Hälfte gebaut. Das ist keine Zahl, mit der man sich sehen lassen kann. Insgesamt werden sogar 7.700 Kilometer Stromtrassen benötigt. Doch die Planungen und Genehmigungen dauern. Deshalb ist Deutschland auch heute noch zu einem Großteil von fossilen Rohstoffen wie Kohle abhängig. 2038 gehen aber bei allen Kohlekraftwerken in Deutschland die Lichter aus. Das ist zwar gut fürs Klima, aber der grüne Strom schafft es noch nicht, Kohle und Atomkraft komplett zu kompensieren. Das liegt auch daran, dass Solar- und Windkraftanlagen wetterabhängig sind. An einem windstillen, bedeckten Tag produzieren die Anlagen zu wenig Energie. Wenn die Sonne aber scheint und ein kräftiger Wind weht, haben wir einen Energieüberschuss. Das Problem? Bislang kann diese überschüssige Energie noch nicht richtig gespeichert werden, um sie für schlechte Tage aufzubewahren. Eine vielversprechende Idee ist das sogenannte Power-to-Gas-Verfahren. Spezielle Anlagen wandeln den überschüssigen Ökostrom in Wasserstoff um. Wasserstoff ist ein Gas und kann in großen Tanks gelagert werden. Brauchen wir an einem Tag zusätzliche Energie, kann ein Kraftwerk den gespeicherten Wasserstoff wieder in Strom umwandeln. Außerdem könnte Wasserstoff für das Heizen von Wohnungen und als Kraftstoff für Autos eingesetzt werden. 2 Bereiche, in denen erneuerbare Energien gerade noch kaum Verwendung finden. Entwicklung und Umsetzung solcher Ideen brauchen aber viel Zeit. Und vor allem Geld.
Das investiert Deutschland momentan noch nicht genug. Ganz anders Energieweltmeister Schweden. Forschung und Entwicklung neuer Technologien werden hier massiv staatlich gefördert. Das zweite große Problem der Energiewende ist die Akzeptanz in der Bevölkerung. Denn Deutschland ist gespalten. Während vor allem junge Menschen auf die Straße gehen und für den Umweltschutz kämpfen, gibt es auch Gegner. Das sind vor allem Anwohner, die keine Windräder vor ihren Häusern akzeptieren wollen. Über 1000 Bürgerinitiativen engagieren sich derzeit gegen den Bau neuer Windkraftanlagen. Sie haben Angst vor Lärm und gesundheitlichen Schäden. Und der Protest zeigt Wirkung. Im ersten Halbjahr 2019 wurden in Deutschland nur 79 neue Windräder gebaut. So wenig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Ein Kompromiss könnte der weitere Ausbau von großen Offshore-Anlagen in der Nord- und Ostsee sein. Die Anschaffung ist zwar teurer und aufwendiger, aber Windräder im Meer können durch den starken Wind doppelt so viel Strom produzieren wie Anlagen an Land. Und sie stören keine Anwohner. Die Energiewende in Deutschland hakt also noch an einigen Stellen. Doch die Probleme sind bekannt. Wenn wir jetzt einen Weg finden, innovative Ideen wie das Power-to-Gas-Verfahren schnell und effektiv zu fördern, kann es Deutschland wieder an die Spitze der Ökoenergie schaffen.